Okay, das ging schon. Entschuldigung, ich wäre sonst eher vor dich gefahren, um den Windbogen an dir zu bringen, dass du dann, Entschuldigung, vielleicht hier hochziehe. Was machst du? Ich weiß es noch nicht so genau. Ich will nicht im Baum. Ich kippe mich gerade fast um. Echt? Bei mir stehst du eigentlich recht gerade. Ich bin gleich bei euch, glaube ich, oder? Fahr mal einfach gerade hoch, ja. Alter, ich bin echt nicht mehr weit weg. Warum habt ihr da jetzt nicht auf mich gewartet? Wir können noch warten, aber ich habe nicht so viel Sprit, deswegen... Wir haben genug geschafft. Ja, dann fahr eben. Du bist nicht so weit. Okay, gut. Okay. Wieder... jetzt wieder durch den Bach durch? Reparier mal eben sonst deinen Wagen hier gleich. Dann kannst du den vielleicht auch noch irgendwie fahren, wenn wir nicht... Ja, aber das bringt ja nichts. Haben. Alter, war das knapp. Haben wir noch Punkte, ne? Schon wieder durch den Bach? Musst du gar nicht. Wo bist du denn? Eigentlich nicht. Doch, klar, da musst du nochmal durch den Bach, ja. Die eine Stelle da, zweimal. Ach, da hinten ist er. Ja, dann musst du noch zweimal durch. Ja, aber da ist gut durchfahren. Alter, ja, Flo, ja. Diese Karre kippt so leicht um, ne? Ich konnte es gleich. Ich merk's gerade. Das ist gut durchfahrbar. Flo. Siehst du, wie der schwankt? Bei jeder Bodenwelle? Mit dem LKW, ja. Ja. Was fahr ich denn gerade? Moment. Ich weiß nicht, was du fährst. LKW. Welchen? Den Volvo. Den Lennart fährt, oder? Volvo. Also so geht's nicht durch. Mein Auto ist ein LKW. Dein Auto ist noch nicht mal ein richtiger Scheiße. SUV. Okay, ein richtiger SUV ist es schon. Ich fahr gerade durch Wasser und das macht mir einfach nichts. Das ist ja der Hammer. Der Weg ist links lang. Was? Wo links? Jetzt links, rechts oder links. Da links hoch! Nein. Das ist doch kein Weg! Doch, da bin ich doch lange gefahren. Jungs, wartet doch mal, ich bin doch gleich bei euch. Ja, fahr jetzt links. Warum ist es überhaupt jetzt dunkel wieder? Kannst hier nicht links fahren, ohne umzukippen? Was ist das für ein Scheißhaus? Ich bin also da mit dem langen Anhänger durch. Du fährst da jetzt durch, ne? Sofort. Ja, Moment, aber ich kipp ja um. Nein, du kippst hier um. Nur mit Winde kipp ich nicht um. Was mache ich dann, wenn ich Spritprobleme habe? Tanken. Ja, wo denn? Werkstatt. Nein, oder? Es gibt nur die eine Tanke, da musst du sparsamer fahren, weniger Diff benutzen, weniger Allrad benutzen, dann kommst du auch hier an, so wie wir das gemacht haben. Siehst du? Das verbraucht doch alles mehr Sprit, die ganze Scheiße, die an ist. Kann ich nicht irgendwie, könnt ihr mir nicht irgendwie was bringen? Ich was sollen wir dir bringen? Ich hab fast keinen Sprit mehr. Und ich hab leider auch keinen... Treibstoff kann man nicht bringen. Doch, Treibstoff dabei. Kann man. Ja, wir haben aber keinen dabei. Also du kannst nicht aus dem Tank betanken im Moment, Flo. Das ist hier gerade wieder Katastrophe. Kein Scheiß, ich war da schon. Ich wünschte, der würde mal lenken. Nein, er lenkt nicht, er fährt nochmal gegen. Okay. Nimm Windenbogen. Warte. Jetzt fährt er einfach einmal da lang, okay. Mensch, Roffel muss da links, du hättest links gemacht. Fahr links. Ich? Ja. Da ist der Weg, musst du dann darüber fahren, über den See. Noch ein See? Ja, über den Fluss und dann okay, da also ist der Weg. Werden. Ja, können sie machen. Ist der nochmal tief? Boah, ist der tief. Oh, glaube ich, Scheiß, ist der tief. Segel. Oh mein Gott, ist der tief. Ja. Hast ja einen LKW, ne? Da kommst du ja durch. Das glaube ich aber jetzt nicht, Flo. Als er nur wieder umgekippt ist. Nein. Wo stehst du denn? Da oben. Das ist zwei abgeblieben. Ja, und? Ja. Was ist das Problem? Nix, ich hab's geschafft. So, Corinna, jetzt können wir wieder zur Werkstatt. Ne, zum Sägewerk. Die sind doch beim... Ja, zur Holzausgabe. Ich hab keinen Sprit mehr, ich fahr nirgendwo mit dem Teil. Achso, ja. Wie viele Liter hast du noch? 50. Ich hab noch 19. Ich hab noch 247. 19 von 90. So, 8 von 8, guck mal, die haben wir fertig. Dann brauchen wir nur noch das Sägewerk bei uns. Bei uns, du bist gut. Ja, bei der Werkstatt, der. Holzstation. Da sind zwei. Boah, es ist assi. Wir müssen noch. Dreimal mit 6. Das schaffe ich nicht, guck mal auf Uhr, Alter. Nee, das weiß ich. Aber wir können ja demnächst mal weitermachen. Okay, Corinna, lass mal eben kurz treffen und dann alle zurück zur Werkstatt und dann noch ein bisschen rumgurken mit Geländewagen oder so und dann... Ich bin doch jetzt gleich bei euch, oder nicht? Ja, und dann? Dann bin ich bei euch. Ich möchte noch zu euch kommen. Okay. Lass mal entgegenfahren. Ja, bitte. Ja.
Das ist ein toller Weg hier zum Sägewerk, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ein ganz super Weg hier, also. Richtig wegartig, nicht. Na gut. Er fährt einfach rückwärts die ganze Scheiße. Wenn ihr wüsstet, was ich hier die ganze Zeit mitmache, ne? Wir haben dir gesagt, du brauchst ein anderes Auto dafür. Hä? Ich guck mal, wie weit ich gekommen bin mit meinem Kfz. So. Ja, aber wenn wir das vergleichen mit wie oft du rumgeschrien hast, ist es wiederum in Ordnung. Ich häng an dem scheiß Baum hier fest, das ist ja im Ernst. Oh. Woher, wo hängt ihr überhaupt fest? Wir hingen, Lennart ist umgekippt. Im Wasser? Ja. Ja. Ins genau Wasser. Da, wo du jetzt lang fährst. Ja. Ach, ich muss gar nicht ins Wasser fahren. Nee. Du musst natürlich auch dazu berechnen, Roffel, dass wir ein bisschen mehr Gewicht dazu hatten im Bezug auf Holz. Ja. Ich habe auch Gewicht, ob ihr es glaubt oder nicht. Nicht ja, so viel wie Holz. Ist mir egal, ich hatte trotzdem Gewicht hinten. Nein, mein Wohnmobil hatte Gewicht. Ey. Ich fahr mal vorbei. Da liegt irgendwas im Wasser. Ja, das ja war mein Hänger. Hab ich aufgegeben. Ah, keine Ahnung, wie kann man denn hier umkippen? Ganz leicht. Ja, ich wollte gerade sagen. Ne? Mit seinem kleinen SUV fragte sich die Mutter. Das ist echt so. Ich bin fast umgekippt. So wie zu dem Thema. Wie kann man denn da umkippen? Da vorne ist jemand. Ja, ich. Haha, mit Wohnanhänger! Normal! Camping! Ich bin mir die ganze Zeit mit dem Hänger gefahren. Ist das der Hammer oder der Hammer? Ja, das ist der Hammer. Sag ich doch. Ja, so Camping. Mega, oder? Und jetzt den Weg zurück, oder wie? Nee, jetzt habe ich gleich keinen Sprit mehr. Wir müssen zurück zur Werkstatt. Stimmt. Also okay, wir treffen uns an der Werkstatt, ja. Wenigstens bin ich jetzt noch zu euch gekommen, das war mein Ziel. Ja. Was ist mit den anderen Beobachtungspunkten? Sollen wir die versuchen freizumachen? Ja, machen wir jetzt. Okay, dann erstmal zur Werkstatt. Ich bleibe bei dem LKW, mache aber jetzt kein Holzkacke, sondern... Ich nehme auch. Kfz, aber ich bleibe auch bei dem LKW, alles. Aber ich werde nicht mehr Langholz nehmen. Ich mache überhaupt gar kein Holz mehr. Ich schon, aber ich nehme ein kein Holz auf Liga mehr, sondern ich nehme jetzt. Geil, ein haltbarer Anhänger hier jetzt mal. Holzholz. Kann Nahrung tragen, bla bla, Langholz. Nein. Bullenkipper! Kurzholz kann er laden. Junge, wie voll ist die Werkstatt hier eigentlich? Vollgestellt mit LKWs. Können die mal wegfahren? Nein, aber wir können einfach. Ich kann hier nichts mehr dran bauen. Fahr doch mal deine weg. Meine habe ich schon alle weggefahren. Viele. Was habe ich denn für welche hier? Ja, alle, die da stehen, die du siehst, sind deine. Ach so. Ist auch nicht so gut. Nee. Von uns siehst du nur die, wo wir drin sitzen. Ja. Du siehst deine und die, wo wir drin sitzen. Mehr siehst du nicht. Okay. Also seht ihr jetzt auch meinen Hänger, ne? Ja. Neben mir ist ein Grafikfehler. Ich sehe einen ganz kleinen Anhänger mit Spritkanistern drin und einen Generator mit coolen Felgen. Das ist cool, ne? Royalfelgen oder so. Bonanen. Aber wenn wir zum Erkunden sind, ist das eigentlich scheiße mit dem Hänger, ne? Wer parkt den hier? Ich? Muss ich jetzt echt die Karre wegfahren? Oh, ich bin bereit, wir können durchfahren. Warte, ich brauche noch meinen Wagen. Wie komme ich jetzt in meinen Karren zurück? Vielleicht nehme ich doch den anderen. Fahrzeugwechsel. Lol, hinten die Türen gehen ja auf bei mir. Was fährst du? Lol. Jetzt fährst du weg, oder was? Ja. Oh. Bin fertig mit Tune. Wo fährt denn den Moskvitsch da? Ich? Der kann vielleicht da gut den Weg lang fahren. Ja, okay. Der ist zu breit für. Ich nehme mal doch den Pick, den Chevrolet.
Ja, ich fahr schon mal. Ist ja die den Weg hier wieder, ne? Ja, ich hab jetzt alle Flo's Weg lang, der ist nämlich geil. Ich hab nicht mal eine Diff. Ich hab nicht mal eine Diff. Du hast gar nichts, oder? Braucht man doch gar nicht. Hier brauchen Junge, wir die Karre ist für nichts zu gebrauchen. Aber der hat eine Dachbox. Ja. So, alle bereit? Ja, welchen hast du denn? Der Roffel fährt schon. Pickup. Hat der eine Dachbox? Nein. Aber er hat eine Dachbox. Flo hat eine Dachbox. Ich hab eine Dachbox. Haben wir alle getankt? Ja. Ja, Roffel ist schon auf dem Weg. Der fährt schon. Der wartet. Ach so, lol. Flo, Corin fährt einfach, warum auch immer. Hä? Keiner weiß, warum wir fahren doch alle zur Verdeckung, dachte ich. Oder muss Flo jetzt vorfahren? Nee, ich hab gedacht, wir fahren jetzt hin. Ja, okay. Flo, was ist mit dir? Fährst du halt noch, oder? Ja, ich hab hier schon ein Problem. Ach, ich hätte mal Licht anmachen sollen, ne? Flo hat ein Top-Auto. Was hat der? Top-Auto. Ja. Der ist unfahrbar und scheiße. Boah! Oh, ich hoffe, der kommt ein bisschen klar im Gelände. Nur ein bisschen reicht mir schon. Der Pickup, den haben die richtig gut gemacht. Der ist richtig leistungsarm. Der hat gar nichts. Der hat keinen Lift, der hat kein Allrad, der hat gar nichts. Aber eine Handbremse. Der hat keine Handbremse hat er auch nicht. Jedes Handbremse, Auto die nur einseitig zieht, richtig. Ah, Pau! Oh. Alter, dieser Pickup ist richtig amerikanisch. Der kommt gar nicht aus dem Hut. Der Chevy. Ja, der fährt überhaupt nicht, der Wagen. Motor ist gewirkt. Du, wo bist du? Ich bin nicht eigentlich gefahren. Wieso, wo seid ihr denn? Schnell? Weil ich einen Volvo hab. Junge, wie gut der Volvo durchs Gelände gehört. Ich bin richtig stolz auf den Wagen. Au. Ich könnte selbst Golf 4 bauen mit dem Fahrwerk und dann wäre ich nicht stolz auf den Wagen, weil das ein Spiel ist. Das ist korrekt. Okay, dann nicht. Ihr seid kacke. Nein, wir sind nicht kacke. Dann falle ich jetzt hier rein. Tschüss. Au. Hast du noch ein paar Punkte mit Flo? Ich? Nein, ich habe einen Werkstattpunkt. Okay, das ist gut, weil ich habe nämlich total Schaden. Ich hänge auf dem Stein fest. Svenny, hast du total Schaden? Ja. Ich habe doch noch was. Da war ein Stein auf dem Boden und dann war Feierabend. Ich habe Reparierpunkte 800. Warte, ich nehme einen Wagen. Aber du bist ja weggefahren. Ja, das ist scheiße. Dann halt nicht. Ich hänge auf so einem scheiß Stein fest, das kann nicht wahr sein. Moment. Warum hab ich denn schon wieder 213? Ich hab jetzt mehr als wenn ich durchs Gelände gerade gefahren bin. Das gibt's doch gar nicht. Hä? Nimm den guten alten Toyota hier, der taugt wenigstens was. Was sind eigentlich Mechanismen? Bestimmte Bewegungen. Von mechanischen Teilen. Eine Abfolge von Bewegungen von mechanischen Teilen. Auf jeden Fall irgendwas mit Bewegung. Alter, der Toyota ist so gut im Gelände, ne? Dieser Jeep, der ist ja mal der Hammer. Bernhard? Ja? Meine Frau fällt ein im Auto, Jungs. Ihr müsst mal wieder fahren. Ich find, der fährt sich voll geil. Der die geht ist eingenickt im Auto, Jungs. Ja, der geht voll ab, aber ich komme über diese kleinen Minifelsen hier nicht rüber, weil der auch fällt. Der nickt doch nicht ein, oder? Doch. Immer jetzt, wenn du kein Gas gibst. Ja? Ich kann nicht mehr. Das ist ein geiles Spiel. Wie ist das denn? Ich kann nicht wahr sein, ich häng schon wieder. Junge, das ist ein geiles Spiel. Junge, hä? So, bist du schon da, oder? Ja, der hängt am Stein. Ich häng über die Steine, ich komm, dieser Wagen kommt nicht über Steine irgendwie. Ah, die kleinen Kieselsteine hinter dir, oder was? Ein Cole, der ist nicht mal in meiner Nähe. Okay, perfekt. Der ist ja einfach weitergefahren. Okay, nett. Ich bin schuld. Natürlich, du fährst einfach vor mit deinem Kackhaufen. Der ist nicht kacke, der ist zuverlässig. Mir doch wurscht. Schieb Flo jetzt da runter, ramm den einfach, fertig. Ich ramm den jetzt auch, wenn ich irgendwann da hochkommen sollte. Jetzt fährt der oder was? Nein, nicht wirklich. So, häng dich mal hinten dran. Sieh einfach durch die Botanik. So schnell ist die Karre noch nie gefahren. Achtung. So, jetzt häng dich mal hinten dran. Nicht ziehen, einfach nur mitfahren. Mach mal Leerlauf rein oder gib Vollgas, wie auch immer. Alter! Das habe ich ja sogar auf der Map gesehen. Alter, was ist das für ein Auto? Ist das so ein Scheißhaufen, den du denn da hast? Oder ist die Dachbox? Achso, die wiegt zu viel. Der Wagen ist nicht leicht. Der Wagen ist leicht, aber die Dachbox wiegt zu viel. Ey, die Lichter sind sogar perfekt freigeschaltet. So, jetzt kannst du ausmachen, oder? Mach mal schon aus die Scheiße oder die Scheiße. Richtig Scheiße. Die Scheiße. Achso, die. Ich hatte gerade ein Stempel, ich dachte, du hast das Spiel ausgemacht. Nein.
Wenn hier gibt wie weit haben wir es denn noch bis zu dem Weg? Da sind Steine, ne? Ja, einer dieser Steine ist. Ich hab gerade wieder Grafikfehler. Alter, die Steine sind ja mal bei mir ist die Grafik gerade mal auf, gerade mal kurz von hoch auf Minimum gefallen. Geil. Top. Lennarts Auto ist bei mir gerade nur schwarz. Geil. Top. Also ich bin hier drüber gekommen, zumindest das. Oh, ich werde da nicht rübergekommen. Ja, deswegen stehe ich hier noch. Das stört mich ein bisschen mit der Grafik gerade. Licht an oder aus? In dem Spiel an, ne? Ja. Und Feierabend? Ja. Ja. Okay. Dranhängen, Flo. Alter, ich muss mal eben das Spiel neu starten, das geht gar nicht. Diese Grafik sieht so schlimm aus. Okay. Lennarts Auto ist bei mir nur schwarz. Er hat keine Details, nichts, er ist nur schwarz. Cool. Kannst du es nicht im Spiel umstellen? Nein, oh, da kannst du nicht umstellen, das ist ein Grafikfehler. Du kannst ja keinen Grafikfehler umstellen. Okay, ich hab Ahnung davon, danke. Ja, einen Grafikfehler hast du auch schon. Nur auf 100 machen wir jetzt. Ich hab einen 3 Liter Diesel mit 140 PS. Ich hab einen 2,4 Liter Diesel mit 180 PS. Ja, und du hast einen Turbolader, nicht? Tja. Also wer geht wohl besser? Ich. Natürlich. Was ist da oben rechts für ein Omega-Bild eigentlich? Omega A. Das Polsterzeichen ist auch cool. Was hat Flo Bugatti? Oh. Der Diane war Flo. Ich weiß. Danny, was machst du da? Muss Flo helfen. Ich hab gedacht, das ist der Giro übrigens. Bist du nicht hier rechts oder so? Nein. Ja, da wollte ich gerade lang fahren. Nee, jetzt ist der Rücke geflogen. Gleich müssen wir rechts. Kann das als die Map der Hammer ist? Ja. Wer ist denn hier reingefallen? Keine Ahnung, wie sie mal herkommt. Der hat's auch nicht mehr geschafft. Ich meine, ich bin halbwachen Anhänger da hinten dran. Der hat ja sogar diese komischen Warndreiecke da hinten dran. Ja, und außerdem hat er sogar ein Rückfalllicht, guck. Geh mal Gas hier, seh ich leider. Holy, ja. Siehst du das nicht? Nein, nicht. Man sieht das Licht nicht gegenseitig. Schade. Alter Flo, was hast denn du da jetzt für einen Rennwagen genommen? Nein. Aber warte ab, bis ein Stein kommt. Wir müssen jetzt hier gleich vor der Brücke rechts. Was macht mein Hänger da hinten? Eskaliert. Genau hier rechts. So, stopp, Flo. Flo, Vorsicht. Ich will vorfahren. Nein, ich fahr jetzt vor. Wie du mir Vorsicht sagst, ich hab hier mich doch gefunden. Oder? Das ist das doch. Du bist vorbeigefahren, oder nicht? Wie er mir Vorsicht sagt, obwohl ich den Weg gefunden hatte. Chill mal, ich seh hier nichts wegen der Kamera. Also eigentlich, dann fällt der jetzt schon runter. Das genau ist das Problem. Soll ich euch irgendwie helfen, oder? Woran hänge ich? Ist das überhaupt der richtige Weg? Woran hänge ich? Kommt man nicht von der anderen Seite besser rein? Woran hänge ich? Jetzt. Die fällt man aber verdammt schnell ins Wasser. Ja. Gibt's hier irgendwelche Windpunkte? Nee, nein. Nein! Einfach nein! Das wird jetzt. Was ist, wenn wir den Berg hochfahren oder so? Also ich will da jetzt hoch! Geht das nicht? Weil dahinter ist die Straße? Oder was ist hier inzwischen? Moment. Ich muss erstmal selbst gerade klarkommen. Einfach Handbremse anziehen. Ja, kann ich sofort. Vorausgesetzt, ich fahr hier nicht runter! So, jetzt nochmal. Nein, das schaffst du nicht. Jetzt kann ich hier reinziehen. Wo bist du, Flo? Hier hinten. Ich fahr jetzt mal mit Anschwung. Soll ich dich mal schieben? Top Auto! Warte, Wind, ihr habt bei mir eine Winde jetzt. Ja, jetzt passt. Fahr mal weiter. Ich versuch's mal sehen, wie lange ich mal nicht runterfalle. Jetzt gerade Tag oder Nacht? Tag, geil. Sei nie ganz Vorsicht, ne? Weil mein Wagen ist sehr flach, sehr klein, weißt du? Ich glaub nicht, dass der Wagen wirklich gut ist. Ich häng hier immer noch. Fuck, wollen wir dich rausziehen schnell? Habe ich noch eine Chance, wenn ich noch ein Stückchen weiterfahre oder falle ich da runter? Ich hänge an diesem Kack runter. Ich glaube das nicht. Lennart, du musst mich mal einen kleinen Meter hochziehen. Nee, ist nicht mit bewegen gerade. Nee, nimm mal den rechten Windpunkt. Hast du den rechten genommen hinten an der Stoßstange? Ja, ja. Wie, du hast den linken genommen. Er hat den rechten genommen, okay. Langsam, bewegen!
mal die Scheiße da ab. Bis ab. Ist ja doch ein bisschen als ich gedacht hätte. Lol, meine Räder drehen alle. Zwei, hängen alle in der Luft. Eins. Alle Räder hängen in der Luft. So schieb mal. Als ob. Ja, alle Räder hängen in der Luft. Du gibst nach links, ne? Nein, der ist top. Corinna, jetzt komm doch mal hier hin und helf. Hilf. Mir doch wurscht. Mach deinen scheiß Anhängerfeuer ab. Ich hol mir ein anderes Auto, der Wagen schafft es. Nicht hier parken, Flo. Nimm mal an die Scheiße. Hab ich. So, jetzt nichts machen, ich mach das. Okay, Leerlauf. Mal wieder ein Schappelt. Jetzt immer. Handbremse, nix Leerlauf. Ey, Lenny, du fährst doch gleich runter, ne? Ich versuche mich gerade irgendwie zu retten. Willst du jetzt nochmal Gas geben, oder? Die Winde zieht die ganze Zeit, aber irgendwie hänge ich gerade irgendwie auf diesem Stein hier fest. Stell dich mal möglichst weit rechts hin, in die Kuhle da. Warte, mach mal eben ab hier. Guck, wie ich hier festhänge, hier geht gar nichts mehr. Mach mal deinen Kackhänger auf der Straße ab und dann stell dich mal rechts in die Kuhle. Ich muss erstmal einen Rückwärtsgang reinkriegen, Moment. Ich bin schon dabei. Nein, immer noch nicht. Jetzt. Das ist zum Thema Volvo Getriebe, Matthias. Ja. Mein Spiel hakt wegen Corin, weil er sich mal wieder überschlägt. Was? Mein Spiel hakt wie immer wegen dir. Und aus. Und Grafikfehler. Schlechte Verbindung bei Corin. Warum habe ich mich eigentlich überschlagen? Keine Ahnung. Ich spiele aus jetzt oder was? Nein, das scheint noch an zu sein. Noch. Mein Controller verkackt bloß gerade. Ich habe hier mal einen Trailer eingestellt. Dann kann ich ja noch losfahren. Okay, kommst jetzt hier hin, danke. Ich leg den Rückwärtsgang gerade ein, ja? Ich hab ihn. Rückwärts oder vorwärts? Mir wurscht, vorwärts. Mir wurscht. Vorwärts. Ja. Gut, dann nochmal den Rückwärtsgang. Ich hab dich einfach. Was? Rückwärts oder vorwärts? Er fährt erstmal rückwärts her und dann nicht das Wahrscheinlichere nehmen, vorwärts. Nein, weil der Rückwärtsgang gerade drin war, Kollege. Okay, gut. Ja, wenn wir jetzt hier lang kommen, dann ist das der Hammer. Ne, möglichst halt rechts, ne? Ich komme mit was Haltbarem. Ja, rechts in die Lücke stellen. Stückchen zurück wieder und ganz nach rechts hochlenken. Weißt du, was zurück für eine Arbeit ist? Du musst einfach runterfallen, wir brauchen nur die Abdeckung. Ich will nicht runterfallen. Hä, warum ist der Boden überhaupt schwarz? Grafikbug oder was? Ja, hab ich gerade auch. So, besser geht nicht. Boden weiter schwarz vor hatte und ich rechts, nicht. Oder? Geht ich das kann nicht weiter rechts. Doch, so. So ist gut. Nein! So, warte. Ich hab mich auf dem Dach gelegt. Top. Nicht bewegen. Handbremse? Ja. Nach rechts lenken. Handbremse und Bremse, ne? Nach rechts lenken. Ah! Das bewegt sich! Ich mach mal den Rückwärtsgang rein, ne? Und dann Vollgas nach hinten. Aber es wird. Nein! Nein! Mein Spiel ist gecrashed. Nein. Doch. Nicht auf den Berg, oder? Auf den Berg. Gehst du nochmal rein, bitte? Oder nicht? Microsoft Visual C, irgendwas mit Runtime Error, Programm, Application, Random Terminate, irgendwas, was weiß ich. Das ist halt eigentlich wahrscheinlich mit dem Grafikbug zusammen. Ich mach noch einmal an. Okay. Das dauert eh nur 4 Sekunden. Das ist richtig. Zum Glück.